Hallo und willkommen zurück zu Shonenias Let's Plays und Tales of Symphonia. Ja, wir haben den Osserpfad hinter uns gelassen und zuletzt den zweiten Schrein, die zweite Prüfung bestanden und sollen jetzt hier zur Küstenstadt, um ein Schiff zu finden, mit dem wir auf den anderen Teil der Welt segeln können. So, und wenn ich mich recht erinnere, war hier auf jeden Fall auch einmal der Koch irgendwo. Ja, eine Nacht schlafen sind auch mal gut. Ah, siehst du, gibt gleich eine neue Konversation. Ich weiß gar nicht mehr, warum sie nicht gefahren sind, wegen Geister irgendwas. Wie kann ich nur diese Gefühle bezwingen, Alfred? Wenn du nach Alfred suchst, der soll in seinem Heimatort zurückgekehrt sein. Was sagst du da? Ist das wahr? Ja. Stimmt doch, Leute, oder? Ja, wir haben jedenfalls gehört. Das ist meine Chance. Diese komischen Ecken, wo man manchmal nicht wieder rauskommt. Da war er doch. Ich bin der geheimnisse Wunderkoch. Ich bringe das Rezept für Reisbällchen bei. Echt jetzt? Da darf ich nicht durch. So, bevor ich da hingehe, was ist hier noch? Ein alter Mann und zwei kleine Kinder, okay. Aus irgendeinem Grund erinnere ich mich an diese Küstenstadt sogar. Ups. Achso, hier stehen sogar dann die Rezepte dran. Sandwich und Reisbällchen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Mio, möchtest du EK spielen? Was ist EK? Achso. Also links ist Grüssel, oben ist Fragezeichen, rechts sind Punkte, unten ist Notenschlüssel. Okay, bisher ist easy. Fünfmal abgehe. Okay. Das könnte sich lohnen, auf höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen. Was soll denn das? Du weigerst dich? Er ist in seinen Heimatort Luin zurückgekehrt. Ich bitte dich, das Meer ist momentan voller Riesenmonster. Es ist gefährlich und ich würde dich doch nie in Gefahr bringen.
Also lasse ich dich nicht an Bord. Schluss aus Ende. Na schön, dann gib diesen Brief für mich ab. Nein, warum sollte ich den Liebesboten für meinen Rivalen spielen? Also wirklich, hör auf zu jammern, daneben nicht. Ihr da, entschuldigt mal. Wer, wir? Seht ihr hier sonst jemanden? Würdet ihr wohl diesen Brief für mich Alfred nach Höhlen bringen? Wie sollen wir das denn anstellen, wenn wir nicht über den Ozean kommen? Wenn ihr den Brief abgibt, bringe ich Max dazu, euch in seinem Boot mitzunehmen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Dann ist es also abgemacht. Alles klar, Max? Das mache ich nicht. War das ein Witz sein? Würdest du damit sagen, dass es egal ist, wenn mein Brief Alfred nicht erreicht? Lilia, nein, ich meine es nicht. Ich meine nicht. Was meinst du denn dann? Wenn du weiter den Aufstand probst, mache ich es eben alleine. Okay, okay, ich fahre ja, verdammt. Hätte ich das mal gleich gesagt. Dann ist es jetzt an euch. Seht zu, dass er ihn bekommt. Sie ist ganz schön aggressiv. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich hätte ja gerne noch ein paar neue Sachen gekauft. Ich komme aus dieser Kacke, kann ich mal raus. So, wollen wir uns mal das zweite Level angucken? Nonstop EK. Ah, okay, es gibt noch L und R. Warum ist L auf der rechten Seite und R auf der linken? Also L ist traurig, R ist lachen. Ach scheiße, ich sehe gerade, die anderen Zeichen haben sich verändert. Oben ist Glühbirne, unten ist Note. Links ist Punkte, rechts ist Puzzle. Naja, lass schauen. Das war wieder unten. Note war oben. Hä? Dann darf ich nicht mal einen Fehler erlauben? Okay, links ist Wasser, rechts ist ZZ, oben ist Kurve, unten ist Fragezeichen. Ich reagiere einfach nicht auf die glücklich und traurig Dinger, weil das hat eben nicht geklappt. Rechts? Ja. Was da oben? Puzzle, glaube ich. Hälfte haben wir. Okay, ich habe zwar keinen Fehler gemacht, aber ich habe was anderes dadurch nicht gemacht. Also diese Happy-Dinger hätte man machen müssen. Setzen wir Segel. Und beschwert euch nicht über Monster. Jetzt können wir endlich das nächste Segel suchen. Genau. Ich hatte schon befürchtet, dass ich bei dieser Reise früher oder später auf einem Boot lande. Das sieht auch ganz schön kaputt schon aus, das Ding. Das Segel wurde auch schon geflickt. Kleines Boot ist im Vergleich zum Meer und zum Rest. Wir sind auf See! Beruhig dich, dieser Kahn ist winzig. Willst du mir nicht ausfallen? Hey, ihr entschuldigt, dass mein Schiff zu winzig für euch ist. Ich werde fallen.
Da ist ja der Hafen schon in Sichtweite. Na, siehst du, ging noch problemlos ohne Monster. Wahrscheinlich erst bei der nächsten Fahrt oder bei einem größeren Schiff kommen dann Monster. Wir sind da. Danke, Max. Was sollst du jetzt tun? Ich werde eine Eskorte von einem Kriegsschiff aus Palma Costa verlangen. Passt auf dich auf. Tut mir leid, dass du dir den ganzen Weg auf dich nehmen musstest. Bitte sei vorsichtig auf deiner Rückreise. Okay, lass uns hinweisen auf das nächste Siege suchen. Ach ja, ich erinnere mich, dass wir diese Stadt, wo jetzt ganz viele Ressourcen sind. Ganz viele Rohstoffe. Papier, weißes Silber. Schwarzes Silber und Diskus. Langschwert und Reißzahn. So, was hatte der eigentlich noch? Grad gegen Material enthalten. Nein! Ich hab nur einmal gedrückt. Okay, es hat nur 5 gekostet. Weiß ist aber Glücksbeute. Akku. Okay, für 1300 hätte ich das Stahlschwert kaufen können. Was ich jetzt hergestellt habe. Weißes Silber fehlt mir. Ein Rapier nimmt er nicht, weil er ausgerüstet ist oder was? Ah ne, da wird er eh dastehen. Weißes Silber brauche ich auf jeden Fall. Ist doch ausgerüstet, Therapie. Masamune braucht ein Rapier. Raus. Jetzt geht's. Vorher war ich bei 230, also das war jetzt ein ziemlicher Push. So, sie habe ich eh nicht im Kampf, deswegen ist es egal. Weißes Silber, dann kann ich ihm was an der Wand holen. Ja,
So, jetzt bin ich aber auch pleite. Für Rüstung reicht es jetzt gar nicht mehr. Dann muss ich bei Gelegenheit dann mal wieder was holen. So, es ging auch geradeaus lang. Au, oh, kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid. Der Permatank, den wir eben bekommen haben. Hey Lady, das war ein höchst wertvoller Tank. Wie gedenkst du ihn zu ersetzen? Ich werde ihm sofort Ersatz beschaffen. Ein Ersatztank? Glaubst du wirklich, dass das ausreicht, um meinen Ärger zu beschwichtigen? Komm schon, jetzt hörst du dich an wie ein Idiot. Was hast du gesagt? Was, weißt du eigentlich, wer wir sind? Das sollten mich das kümmern. Hey du Kleiner. Stopp. Ich möchte hier so schnell wie möglich weg. Mach jetzt keinen Ärger. Na, also sollen uns einfach den Permatrank ersetzen. Hey, da habt ihr aber nochmal Glück gehabt. Beeilt euch und besorgt uns diesen Trank. Lass es sein, Colette. Nein, ich bin in sie hineingelaufen und muss dafür bezahlen. Sie ist in, ihr seid beide ineinander reingelaufen. Genau das habe ich gesagt. So, wir sind wieder der Zeit. Ich mache erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!